Sie haben die größte Pyramide der Welt gefunden, die bosnische Pyramide. So. Die exakte Geometrie einer Pyramide. In den 2000ern wurde das Ding erst quasi entdeckt, oder was? Dies waren nicht nur die ersten Pyramiden, die in Europa entdeckt wurden. Zwei von ihnen sind beide größer als die große Pyramide von Gizeh. Als Fossilien aus der Struktur der bosnischen Sonnenpyramide entnommen wurden, wurde diese auf 35.000 Jahre zurückdatiert. Und sie bezeichneten seine Entdeckung als Schwindel. Diese enormen Strukturen ohne praktischen Grund zu bauen. Es sei denn, der Grund ist noch nicht bekannt. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Ist so. Sie erzeugen Energiefelder, die die Heilung unterstützen. Ah, okay, so auf den Vibe. Sie verbessern die Molekularstruktur von Wasser und Nahrung. Ah, okay. Das ist miese Recherche, Digga. Sie fördern spirituelle und mentale Fähigkeiten. Krass. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Love Gang, an die ganze Community. Oben in der Ecke seht ihr schon, die Herzen sind da. Wir gehen heute wieder rein in die miesen Themen. Ich liebe euch alle. Lasst gerne dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt ein kleines Kommentärchen. Auch wenn es nur ein Herz ist, supportet mich und den Algorithmus damit die Message weiter verbreitet wird. Und zwar gehen wir heute in ein sehr wildes Video rein, welches heißt, sie haben die größte Pyramide der Welt gefunden, die bosnische Pyramide. So, gab es schon einige Leute, die mich gefragt haben, ob ich mir mal was reinziehen kann zur bosnischen Pyramide. Und jetzt endlich hat Universum in dir vor einem Tag ein Video über diese Pyramide hochgeladen. Ich schätze den Kanal auch sehr, ich mag ihre Stimme, sehr angenehm. Und deswegen gehen wir da jetzt rein, meine Jutzen. Los geht's, würde ich sagen, ab geht der Peter. Let's go. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Tada, da sind wir doch. Hin und wieder wird etwas entdeckt, das die Welt der Archäologie völlig erschüttert und uns einlädt, unser Verständnis von Geschichte zu überdenken. Eine solche Sache wurde 2005 entdeckt. Der Archäologe Semir Osmanagic. Semir Osmanagic, der Jutzte. Suchte. Sympathischer Dude, ne? Sieht süß aus. Museum in Visoko in Bosnien-Herzegowina. Als er fassungslos feststellte. Digga, krass, Mann, zieh dir das mal rein, yo. Was für ein mächtiges Ding, ja. Dass ein sehr großer Hügel im Tal, vier klare, dreieckige Seiten und einen gleichmäßigen Hang hatte, offensichtliche Ecken und sogar eine Spitze. Wow. In den 2000ern wurde das Ding erst quasi entdeckt, oder was? Die exakte Geometrie einer Pyramide. Angesichts seiner Recherchen zu anderen Pyramiden untersuchte Semir andere Kriterien, um festzustellen, dass sie auch strukturell an den Himmelsrichtungen ausgerichtet waren. Norden, Süden, Osten und Westen. Ein weiteres grundlegendes Merkmal der alten Pyramiden. An jeder Ecke zeigten sie geometrische Präzision, die strukturellen Beweise seiner Forschung, dass dieser sogenannte Hügel und fünf weitere Orte im Tal Strukturen waren, die von früheren Generationen geschaffen, konstruiert. Das ist auch krass, wie überall auf der Welt solche Dinge auftauchen, ne? Wie auch Pyramiden einfach überall auf der Welt verteilt sind und die ja angeblich nichts voneinander wussten, so. Und da ja nur irgendwelche Affen gelebt haben, irgendwelche Leute, die nicht intelligent sind. Aber diese ganzen Sachen zeigen halt einfach, dass wir gar nichts wissen über unsere Vergangenheit. Wir wissen ja nicht mal alles über uns und unseren Körper und das Menschsein, so. Wie können wir davon ausgehen, dass wir alles darüber wissen, wie Menschen früher getickt haben, was die konnten und was die nicht konnten, etc. Weißt du, wie ich meine, so? Das ist ja alles, also ich bin immer noch der Meinung oder immer mehr der Meinung auch, dass wir diese Geschichtsschreibung hinterfragen müssen, die uns präsentiert wird und neue Recherchen anschmeißen müssen. Ja? Leider werden ja alle Wissenschaftler, die neue Recherchen anschmeißen, direkt in irgendeine Ecke gedrückt und dann werden die Sachen auch nicht mehr unterstützt und die Forschungen nicht, so wie Kunung Pagan zum Beispiel, werden die Forschungen nicht mehr weitergeführt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, für mich unerklärliche Gründe. Aber es sind halt einfach viel zu viele Hinweise, die darauf deuten, dass Leute damals ein heftiges Wissen hatten und Dinge gebaut haben, die wir heute nicht mal bauen könnten. Das alleine würde doch schon Anregungen dafür geben, mal mies in die Recherche reinzugehen, auch für Wissenschaftler und Geologen und Historiker und so, weißt du? Und über Jahrtausende von der Vegetation verborgen worden waren. Die Entdeckung war geradezu episch. Dies waren nicht nur die ersten Pyramiden, die in Europa entdeckt wurden. Zwei von ihnen, die Mondpyramide und die Sonnenpyramide,
sind beide größer als die große Pyramide von Gizeh. Das ist schon krass. Boah, Digga. Einfach Bosnien, Bro. Shoutouts gehen raus an alle meine Sprachfehler erlaubt, mein Alter. Shoutouts gehen raus an alle meine bosnischen Brüder und Schwestern an der Stelle. Muah. Der Sonnenpyramide, die nach diesem Archäologen jetzt als größte Pyramide der Welt gilt. Nun, als Fossilien aus der Struktur der bosnischen Sonnenpyramide entnommen wurden, wurde diese auf 35.000 Jahre zurückdatiert. Uff! 35.000 Jahre, was? Also weit vor unserem heutigen Verständnis von Zivilisation. Die Enthüllungen kamen bei etablierten Akademikern nicht gut an. Innerhalb Etablierte Akademiker. Mögen wir. Stunden nach der internationalen Ankündigung dieser außergewöhnlichen Entdeckung verschwand die Geschichte plötzlich. In der Zwischenzeit baten Geologen und Archäologen aus vielen Ländern die bosnische Regierung, Samirs Ausgrabungen zu stoppen und behaupteten, seine Entdeckungen seien Der hier schon wieder, den mag ich gar nicht, ne? Den Grabräuber hier. Und warum? Weißt du, das sind immer wieder so Hinweise. Warum soll das gestoppt werden? Warum lassen die Leute nicht einfach forschen? Und wenn was rauskommt, dann sagt man, geil. Wenn nichts rauskommt, sagt man, okay, haben sie sich vertan. Das ist doch Forschung. Da siehst du, wie die ihre Finger halt damit drin haben in diesen ganzen Wissenschaft-Forschungsgeschichten. Man darf gar nicht mehr richtig forschen und recherchieren und Theorien aufstellen und schauen, was eventuell was man eventuell noch für verborgene Dinge finden kann. So. Wirklich natürliche Formationen. Trotzdem schlossen sich ihm 55 skeptische, aber neugierige Archäologen an, um mehr zu erfahren. Und kamen am Ende zu dem Schluss, dass es wahr zu sein schien. Die Natur könnte diese Berge nicht geformt haben. Sie sind künstlich geschaffene Strukturen. Aber die anderen auf dem Feld... Das sieht schon hart aus wie eine Pyramide und nicht wie ein Berg. Sag ich dir, wie es ist, oder Chat? Sie auch nur besichtigt zu haben... drohten seinen Ausgrabungsbemühungen mit unglaublichem Widerstand. Diese vertrauenswürdigen archäologischen Experten nahmen an und kamen zu dem Schluss, dass Samir ein Betrüger sein muss. Und sie bezeichneten seine Entdeckung als Schwindel. Anstatt sich jedoch beirren zu lassen, machte ihr Widerstand Samir klar, dass er etwas Großem auf der Spur war. So, wenn die Matrix dich bekämpfen will... dann weißt du, du bist an der richtigen Sache dran, an der wichtigen Sache dran. In den nächsten Jahren führte er einen Rechtsstreit, um sein Recht auf Ausgrabungen zu sichern und verklagte sogar die Regierung, weil sie versucht hatte, sein wissenschaftliches Studium zu blockieren. Schließlich hatte er Erfolg und erhielt sogar den Segen der Regierung für seine Forschung. Normalerweise ist die archäologische Ausgrabung eine sehr konservative Wissenschaft. Und akzeptiert nur akkreditierte Akademiker, die alle Erkenntnisse geheim halten, bis sie enthüllt werden. Obwohl Samir der öffentlichen Verleumdung durch etablierte Mainstream-Institutionen gegenüber machtlos war, fand er die perfekte Strategie, um seine Forschung zu schützen und entschied, dass dieses Projekt den Menschen gehören würde. Also engagierte er alle, die etwas beitragen und lernen wollten und stellte sicher, dass alle Entdeckungen durchgeführt wurden. Vollständig transparent. Seine gemeinnützige Organisation, Bosnian Pyramid of the Sun Foundation, begrüßte Tausende von begeisterten internationalen Freiwilligen bei der Ausgrabung. Geil. Das ist doch süß, Mann. Geil. Bro, hätte ich das mitbekommen, ich wäre auch hingefahren. Entdeckung der scheinbar ältesten Pyramide der Welt. Schließen Sie sich... Ist das denn heutzutage jetzt offiziell oder ist er immer noch ein Verschwörungstheoretiker? Weil die ja dann gesagt haben, die Regierung hat ja dann zugelassen, dass er da weiter forscht und so. Ist das jetzt offiziell, dass es eine Pyramide ist? Also wenn du jetzt guckst so. Warte mal, das kann man eigentlich mal kurz googeln, oder? Einfach mal bosnische Pyramide eingeben oder was? Gucken, was Wikipedia sagt. Bosnische Pyramiden. Aha. Bei den sogenannten bosnischen Pyramiden handelt es sich um eine Behauptung. Oh shit, Alter. Des amerikanisch-bosnischen Bauunternehmers und Esoterikers. Samir Osman, Osman Agic, das ist der Bruder. Er behauptet, unweit der Stadt Visoko, Bosnien und Herzegowina befände sich mehrere menschengemachte Pyramiden, für die er ein Alter von rund 12.000 bis 30.000 Jahren annimmt. Der Betrag sei in Wahrheit die Pyramide der Sonne und als solche
Die erste ihrer Art in Europa, Pyramide des Mondes. Außerdem befindet sich in der Nähe eine dritte Pyramide, die Pyramide des bosnischen Drachen. Okay, Wikipedia sagt, es ist eine Behauptung. Also, Matrix sagt, es ist eine Behauptung. Universum in dir an und erschaffen sie eine neue Realität. Während wir mit ihnen teilen, was die Forschung der bosnischen Pyramiden bisher enthüllt hat. Entscheiden sie selbst, ob sie der Meinung sind, dass die Merkmale allesamt nur Wunder sind. Also dieses Bild, ich weiß nicht, ob das animiert ist oder ob das real ist, das sieht doch safe aus wie eine Pyramide, ist doch viel zu gerade auch an den Kanten und so. Die Flächen, weißt du, wie ich meine? Mit Zufälle der Natur sind oder antike Monumente. Ist doch eigentlich ganz einfach rauszufinden bestimmt, oder? Wenn man da die Bäume und so mal durchgeht und mal da guckt, aus was für einem Stein das gebaut ist etc. Oder was für ein Stein da drunter steckt, da kann man doch bestimmt rausfinden, ob das real ist oder nicht. Eines globalen Netzes mit einer elektromagnetischen Funktion sein könnten, die wir noch nicht vollständig verstanden haben. Sie denken womöglich, es ist viel wahrscheinlicher, dass die vier Seiten dieses Berges nur ein Zufall sind. Schließlich sind die einzigen alten Pyramiden, von denen wir hören, in Ägypten und Mexiko. Nun, ja, die einzigen offiziellen, wa? Sind die in Ägypten und in Mexiko. Okay. Tatsächlich ist eine wachsende Zahl von Archäologen, die sogenannten Hügel auf... Arthur sagt, lass uns gemeinsam hingehen und nachgucken. Bruder, wie willst du das denn nachgucken, Bro? Da musst du schon Forschung anstellen. Ganzen Welt erforschen, anderer Meinung. Neueste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass runde und mehrseitige Pyramidenstrukturen aus Lehmziegeln, Kalkstein und Granit weitaus häufiger vorkommen als gedacht. Und dass es sie tatsächlich auf allen Kontinenten gibt, verborgen als Berge, Hügel, leere Gräber oder sogar Steinhaufen, weil sie so viel älter sind, als wir bisher angenommen haben. Und natürlich... Unfassbar, diese Strukturen mit Pyramiden und so, das überall auf der Welt war. Ich bin mal wirklich interessieren, was die Pyramiden, was die bedeuten, weißt du, das hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Und da gibt es ja auch viele Theorien drüber mit Sternbildern, mit Mahnmal für nachfolgende Zivilisationen. So, manche sagen, es hat als Generator fungiert, so freie Energie technisch, Tesla-Vibes mäßig so. Also es würde mich voll interessieren, was die Wahrheit ist, ja. Sag ich dir so, wie es ist, ne? Mich würde die Wahrheit brutal interessieren. Auch, weil wir... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es nicht einfach nur ein Grab war von irgendwelchen heftigen Leuten, so in Ägypten zum Beispiel, die Gizeh-Pyramiden. So, safe. ...noch nicht verstehen können, warum irgendeine Zivilisation sich die Mühe macht, diese enormen Strukturen von unvorstellbarem Gewicht ohne praktischen Grund zu bauen. Es sei denn, der Grund ist noch nicht bekannt. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Ist so. Bevor wir also die Fakten über die bosnische Pyramide, die BPS, teilen, sollten Sie erst Folgendes bedenken. Wenn wir wüssten, dass Pyramiden eine praktische Funktion haben und wenn wir offen für die Möglichkeit wären, dass die Geschichte der Zivilisation auf der Erde viel weiter zurückreicht, als wir anerkennen, würden wir die Ähnlichkeiten dieser Pyramidenstrukturen auf allen Kontinenten bemerken? Wie die fast 2000 Pyramiden in China, die über 12.000 Jahre alt sind? Boah, die kenne ich gar nicht. Oder die 224 im Sudan, die 43 in Sizilien, die 3 in Palencia, Spanien, wo es Bilder von Reptilien... Okay, Freunde, es gibt noch einige Dinge zum mies recherchieren, hä? Einige von denen kenne ich gar nicht. ...in ähnlichen Wesen gibt und wo eine kürzlich auf tragische Weise zerstört wurde? Würden wir die 104 auf den Kanarischen Inseln sehen oder die in Ostafrika? Oder jene in El Salvador oder Honduras, darunter... Einfach nach Bosnien fliegen und anfangen, in den Berg zu buddeln. Buddle it in, man. Ayo, Bruder. Diese, wo ein Tempel... Stell dir vor, wir machen Vlog an der Love Gang in Bosnien am Buddeln. Inneren offenbar Mayas in Raumschiffen zeigt, würden wir... Oh shit, krass. ...Roger sehen? Würden uns die 100 Meter hohen Pyramiden in Indonesien auffallen?
Oder würden wir sehen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika die 200 Hügel im südlichen Illinois alle Kriterien alter Pyramiden erfüllen? Ah, das ist auch Teil der Doku von Graham Hancock, glaube ich. Oder wie wäre es mit diesen mysteriösesten in der Antarktis? Und wir... Diese Antarktis-Vibes sind schon heftig. Die Unterwasserwelt vor der Küste Japans und Floridas nicht vergessen. Wie Sie sehen können, hat jeder Kontinent Beweise für diese Strukturen. Und dennoch sagen wir uns immer noch, dass primitive Menschen diese für ihre Toten gebaut haben. Und sie auf eine Weise gebaut haben, die wir nicht herausfinden können. Könnte es sein, dass hinter dieser Geschichte mehr steckt als diese akzeptierte Erzählung über primitive Zivilisationen? Laut Zemir und anderen Archäologen sind diese Annahmen nicht der wahre Zweck dieser Weltstrukturen. Archäologische Enthüllungen ins... Ist auch so eine Stufenpyramide, ne? So wie Kunung Pagan. Insbesondere die Forschungen über die bosnische Sonnenpyramide deuten darauf hin, dass Pyramiden keine Hügel, Gräber für Pharaonen oder ihre Anführer waren, sondern vor Zehntausenden von Jahren für andere Zwecke gebaut wurden. Und dass sie tatsächlich komplexe Energiemaschinen waren. Das ist halt so eine Sache mit diesen Energiemaschinen, das ist halt so eine Sache so. Nicht weit hergeholt, aber was haben die denn mit dieser Energie gemacht so, weißt du? Ich meine, es gibt ja die ein oder anderen Hinweise, auch Bagdad Battery und so, dass die eventuell schon mit so energietechnischen Dingen zu tun hatten. Aber mit so einer heftig großen Pyramide Energie und so, das ist so, I don't know, bro. ...ist, dass diese Energiemaschinen vier Dinge tun. Sie erzeugen Energiefelder, die die Heilung unterstützen. Ah, okay, so auf den Vibe. Sie verbessern die Molekularstruktur von Wasser und Nahrung. Ah, okay. Das ist miese Recherche, Digga. Sie fördern spirituelle und mentale Fähigkeiten. Krass. Das habe ich jetzt so noch nicht gehört. Also, dass man gar nicht diese Energie, dass es jetzt keine Energie war zum Strom, für Strom oder so, sondern einfach für Energy, Bro. Also für Vibrations, für Spiritualität und so. Das ist eine geile Theorie. Und am überraschendsten ist, dass sie interstellare Kommunikation durch die Spitze mittels Skalarwellentechnologie senden und empfangen. Da ist eine Menge zu beachten. Geil. Also schauen wir uns jetzt unter Berücksichtigung der weltweiten Pyramiden Bosnien an, um zu sehen, ob sie die Kriterien einer künstlich konstruierten Struktur erfüllt oder ob es nur ein massiver Hügel und ein schlimmer Schwindel ist. Jedes antike Denkmal, das sich nicht in der Wüste befindet, könnte schwer zu erkennen, Teotihuacan, na Mann, wenn es über Jahrtausende mit Laub und Erde bedeckt war. Wenn Sie die bosnische Sonnenpyramide vom Land aus betrachten, ist leicht zu erkennen, warum dieses Bauwerk nur wie ein Hügel aussieht. Von einer Drohne oder einem Flugzeug aus wird die Klarheit der Form jedoch deutlicher. Das ist doch safe, Bro. Sie können... Oh, was für eine gerade Fläche, was für ein perfektes Dreieck, what the fuck. Das Gelände auch sehen, wenn Google Maps es nicht verschwommen und unkenntlich gemacht hätte. Was interessant ist, da andere Gebiete in gleicher Entfernung so klar und deutlich sind. Nee, oder? Matrix. Will Google etwas geheim halten? Was genau unterscheidet eine Pyramide von einem Hügel oder einem Berg? Es gibt 10 wissenschaftliche Kriterien, die Pyramiden besitzen. Wir werden sie alle benennen und vergleichen, wie die bosnische Pyramide diese Anforderungen berücksichtigt. Erstens ist die offensichtlichste Qualität einer Pyramide, und zwar ihre Form und Geometrie. Für die meisten Strukturen bedeutet dies vierseitige, gleichseitige Dreiecke. Aber Pyramiden haben andere Formen. 3, 5, 6 Seiten oder sogar kreisförmige. Wie bereits erwähnt, hat die BPS, die bosnische Sonnenpyramide, 4 Seiten, Winkel von 60 Grad und die Südseite hat einen Damm, was von der Perfektion dieser Winkel ablenkt. Ersetzen Sie einfach das Grün durch Braun. Und die Form dieses sogenannten Hügels
sieht genau so aus. So. Im Jahr 2006 legte Samir das Laub an der nordöstlichen Ecke frei, um genau das zu finden, was er erwartet hatte. Zwei Seiten, die sich in einem Winkel trafen. Ja, Digga, komm. Könnte die Natur so etwas? Die zweite Sache ist die seitliche Ausrichtung. Kann man nicht rausfinden, hat der nicht erforscht, ob das Stein ist? Konstruierter Stein oder Naturstein? Das kann man doch bestimmt rausfinden, ob das jetzt, weißt du, wie ich meine, Digga? Was das für ein Stein ist und wie der strukturiert ist und so, da kann man doch bestimmt dann easy sehen, ob das gebaut wurde oder einfach da war. Zu den Himmelsrichtungen und die Ausrichtung zum geografischen Norden. Während die Pyramiden... Bin ich dumm oder warum graben die nicht einfach ein Loch und gucken? Ja, so, das frage ich mich auch. Ich bin mal gespannt, ob die noch drauf kommt. Der von Gizeh eine Abweichung von 0 Grad und 2 Minuten zum geografischen Norden aufweist, weist die bosnische Sonnenpyramide eine Abweichung von 0 Grad, 0 Minuten und 12 Sekunden auf, wodurch sie noch genauer auf den geografischen Norden ausgerichtet ist als die große Pyramide in Ägypten. Trotzdem müssen wir glauben, dass dies nur ein Zufall ist. Das dritte sind künstlich hergestellte Baumaterialien. Ja, so. Wie bereits erwähnt, werden alte Bauten durch Überwucherung, die alle vorhandenen Baumaterialien begräbt, unkenntlich. Nehmen Sie zum Beispiel die beiden bekannten Pyramiden im mexikanischen Yucatan. Geil. Koba und Calakmul, die wie Hügel inmitten des Dschungels. Es gibt einfach voll viele Pyramiden hier in Mexiko, ne? Eine habe ich schon gesehen, relativ klein, aber es gibt einfach voll viele Pyramiden hier. Das ist schon faszinierend. Also es ist auf jeden Fall ein heftiger Ort so. Einen. Nur die ausgegrabene Seite enthüllt Granit und Sandstein. Als die Ausgrabungen für die BPS begannen, wurden in etwa 10 Metern Bodentiefe große rechteckige Blöcke entdeckt, die jeweils 7 Tonnen wogen und 6 flache Seiten hatten. Diese Blöcke wurden sauber zusammen mit Tonbindung gestapelt und zeigten Beweise für eine perfekte symmetrische Formation und Platzierung. Sogar mit ungewöhnlichen und einzigartigen Mustern. Ah, das ist in Bosnien? Sie haben auch Quarzkristall in sich, einen starken Energieleiter, den... Quarzkristall, meine lieben Freunde, hat der Bruder um sich um. ...wir heute in fast allem verwenden. Ach so, ich habe gedacht, das war jetzt in Mexiko, das war in Bosnien oder bin ich jetzt gerade, stehe ich auf dem Schlauch, Freunde? Kann mir einer kurz helfen? Proben des Materials, das diese riesigen Steine bindet, wurden zur Untersuchung an 7 verschiedene internationale Labors geschickt. Und jedes einzelne, unabhängig von den anderen, stellte fest, dass Gestein, Sand, Wasser und Ton in der Bindung ein synthetischer Beton namens Polymerbeton sind. Dieses Material ist so stark und langlebig, dass das alte Polymer im Vergleich zum heutigen Beton eine weitaus höhere Festigkeit aufweist als das, was wir derzeit verwenden. Das ist doch dann der Beweis, Digga. Es hat auch eine überraschend niedrige Wasseraufnahmerate von 1% im Vergleich zu unseren 3%, was offensichtlich dazu beitragen würde, dem Wetter im Laufe der Zeit standzuhalten. Skeptiker behaupten, die Steine der Strukturen seien nur zufällige natürliche Formationen. Einige sind sogar so weit gegangen, Samir zu beschuldigen, die Hügel geformt und Steine platziert zu haben, damit es so aussieht, als wären sie konstruiert worden. Tschüss, Digga, wer soll sich so ein Eck geben, ja? Schauen Sie sich also diese Terrassen an. Sehen sie für Sie wie eine natürliche Formation aus? Oder etwas, das man einfach zusammenwürfeln könnte? Das vierte Element sind Artefakte. Ausgrabungen auf oder in der... Ich tendiere zu... gebaut. ...nähe des Gebiets haben einige ungewöhnliche Artefakte freigelegt, wie diesen riesigen runden Stein. What the fuck? Es ist keine... Ja, das ist natürlich, Bro. Das hat keiner dahin. Das ist natürlich, Digga. Das ist so in der Natur. Das sieht man doch überall an jeder Ecke, Mann. Freunde, wenn du im Wald gehst, siehst du doch so eine Steine. ...dafür bekannt, wie oder wann er gefertigt wurde. Aber Besucher, die Zeit in seiner Nähe verbrachten, stellten fest,
dass Beschwerden und Schmerzen gelindert werden. Oh, Digga, das ist heftig, Mann. Das ist heftig, Mann. Allein aus diesem Grund müsste ich eigentlich... Ich muss zu irgendeiner Pyramide, Digga. Ich muss zu diesen Städten fahren, ja? Und dass sie sich sehr entspannt fühlen. All over the world. Das ist noch eine Mission von mir. Egal wann oder wie das möglich ist, ich weiß ganz genau, wenn Gott es will, ich werde mir das so... Mein Leben wird so verlaufen, dass ich irgendwann ein paar Jahre Zeit dafür habe, auf der ganzen Welt diese Städten zu besuchen, da zu meditieren und alles miteinander zu, die ganzen Energien miteinander zu verbinden und dann zu schauen, was geht. So, ich werde mir da wirklich Zeit für nehmen, so. Ich kämpfe mich frei, Alter, finanziell dies, das, bla bla bla, und dann werde ich mir Zeit dafür nehmen, das zu studieren. Ich will da einfach hin, ich will einfach die Energien aufsaugen, Bro. Geht nicht anders. Dieser Felsen, der auf der Drachenpyramide gefunden wurde, scheint eine Karte der drei Hauptpyramiden zu sein. Diese kleine Keramikpyramide wurde ironischerweise in der Nähe der Strukturen an einem Ort gefunden, der von einem Archäologen beaufsichtigt wurde, der beantragte, Semirs Forschung zu stoppen. Er bestand darauf, dass der Fund nicht mit der nahegelegenen Struktur zu tun habe, weshalb er nie dem örtlichen Visoko-Museum gemeldet wurde. Er ging angeblich zu Forschungszwecken nach Deutschland, scheint aber seitdem nicht mehr gesehen worden zu sein. Oh shit. Das wurde einfach so da gefunden, oder was? Dubiose, mysteriöse Geschichten hier, meine lieben Freunde, ja? Man weiß natürlich nie, woran man, also, ne, ist bei solchen Videos, ne, Freunde? Also lassen wir uns nicht davon zu krass. Wir ziehen uns die Informationen rein, schauen, gucken, was da passiert ist, nicht passiert ist, nehmen die Informationen mal auf und dann gucken wir weiter, ne? Man darf nicht alles immer für voll nehmen, aber es ist halt wichtig und richtig, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und von der bosnischen Pyramide habe ich schon oft gehört. Und die Struktur von außen alleine betrachtet jetzt so vom Gefühl her, wenn ich mir das Ding von außen angucke, dann sieht es aus wie eine Pyramide, Bro. Kannst du mir nicht sagen, dass es einfach ein Berg ist? Dieser Stein aus dem Tal schien auch eine astronomische Karte zu zeigen. Die haben dort auch 4 Tonnen Gold und Silber gefunden. Krass. Aber es hat sich seitdem herausgestellt, dass es sich nicht um eine Karte mit Sternen, sondern um die Strukturen selbst in ihrer Anordnung im Tal handelt. Viele der gefundenen Felsen haben Schnitzereien und hier ist eine Zusammenstellung dieser Symbole, die in die Felsen gehauen wurden. Dieser kleine Kopf wurde gefunden und ist sehr ungewöhnlich, ebenso wie dieses pigmentierte Abbild. What the fuck, bro? Okay, das hier zum Beispiel kann Zufall sein, ne? Wie oft hat man schon Steine gefunden, die einfach ähnlich aussehen wie... Boah, aber schon, das ist schon creepy. Und ist sehr ungewöhnlich. Ebenso wie dieses pigmentierte Abbild. Das ist halt Ding, da kannst du dir nicht sicher sein, ob das wirklich so ist oder einfach nur so wirkt. Zusammen mit Steinen, die wie Füße aussehen, alle prähistorisch datiert. Und das sind nur einige. Aliens, Bro. Ein weiteres Merkmal sind innere... Wie gesagt, Bro, nicht jedes Video, was du schaust, wird dir hundertprozentig Wahrheit geben. So, das sind auch alles nur Leute, die Theorien aufstellen, über Leute, die Theorien aufstellen. Und deswegen muss man da vorsichtig sein. Ich enjoy das trotzdem, mir das reinzuziehen. Man muss und darf eigentlich gar nichts für voll nehmen. Man muss auf sich, sein Herz und auf Gott hören. Aber es ist geil, sich Informationen zu geben, die miteinander zu verbinden und dann einfach sich selbst ein Bild zu machen, so. Jeder weiß, dass Gizeh mysteriöse Kammern in seltsamen Winkeln innerhalb der Struktur hat. Vor nicht allzu langer Zeit wurde in Chichen Itza ein uralter Zugangstunnel entdeckt. Krass, ist nicht weit von hier. Von dem nur lokale Stämme wussten. Er war seit Hunderten von Jahren versiegelt. Richtig, die geothermische Analyse der bosnischen Sonnenpyramide zeigt nicht weniger als 7 Schichten von Gängen darin, die sich spiralförmig durch die Struktur zu winden scheinen. Gemessen würden sich diese kilometerweit... Aber wenn sowas wirklich gefunden wurde, dann kann man auch nicht mehr sagen, dass das irgendwie ein Berg ist einfach, wenn da so Tunnel und Gänge drin sind. Strecken. Auch Wikipedia. Und wenn sie im Laufe der Zeit weiter ausgegraben werden, wird man dies sicherlich herausfinden. Ein weniger bekanntes Merkmal von Pyramiden sind die umliegenden Tunnel. Oft sind diese Tunnelsysteme unentdeckt oder werden von den Behörden einfach nicht bekannt gegeben. Andere Pyramiden in Ägypten und China sind dafür bekannt.
Aber die Tunnel, die in der Nähe der BPS entdeckt und ausgegraben wurden, haben bereits die von allen anderen Pyramiden gemessene Entfernung überschritten und bilden sie zum umfangreichsten unterirdischen Netzwerk um jede Pyramide, das Menschen bekannt ist. Die Tunnelwände selbst bestehen aus einem Konglomerat, einer natürlichen Kombination aus Sand, Felsen und Kieselsteinen, die über Jahrtausende durch Wasserquellen fest verdichtet wurden. Aber Semirs Team entdeckte, dass viele dieser Tunnel eindeutig versiegelt waren, entweder um sie geheim zu halten oder um den Energiefluss zu blockieren, der durch Wasser, die Tunnel und die Pyramide selbst erzeugt wird. Als organisches Material aus diesen Trümmern mit Kohlenstoff datiert wurde, zeigte sich, dass diese Tunnel erst vor 5000 Jahren versiegelt wurden. Es wurde auch entdeckt, dass die Steinblöcke, aus denen die Tunnel wurden vor 5000 Jahren erst versiegelt, aber die Pyramide ist schon 12 bis 30, haben die, glaube ich, gesagt, alt, ne? Pyramide gebaut wurde, die gleiche Substanz wie das Material hatten, das aus den Tunneln entfernt wurde. Was zeigt, dass die Schöpfer der Tunnel auch die Pyramide geschaffen haben. Und das geht der fünf. So heftige Tunnelstrukturen und so. Einer hat auch gerade im Chat reingeschrieben, es gibt weltweit teilweise versiegelte Tunnelsysteme, sehr viele in Europa, weiß kaum jemand. Krass, warum? 1000 Jahresmarke voraus. Weitere Untersuchungen in den Tunneln fanden große Blöcke in präzisen Abständen von 3 Metern voneinander entfernt. Der größte ist 18.000 Pfund oder 8 Tonnen. Eines der faszinierendsten Dinge, die in den versiegelten Tunneln gefunden. Ja, okay, ich geb's zu, ich hab die da hingebracht, Mann. Der einzig wahre Love Bizeps hat ihn da hingetragen. Wurden, war ein riesiger glatter Steinblock von 8 Tonnen, der strategisch über fließendem Wasser platziert zu sein scheint. In diesen Felsen waren Symbole eingraviert. Mehrere Analysen des Instituts für Atomphysik ergaben, dass dieser große Block ein künstlich konstruiertes Material ist. Wiederum eine synthetische Keramik. Das sieht auch wild aus, ne? Es gibt mir Vibes auf jeden Fall. Die vor über 35.000 Jahren hergestellt wurde. Untersuchungen ergaben, dass es sich um 2 Teile handelte. Einen Deckel. Aber wenn da echt so eine Tunnel sind und solche Sachen, das scheint ja wohl echt, dass er da drin ist gerade und da Bilder gemacht hat und so. Wenn da, warum wird das dann immer noch vermutet nur? Vermutet, dass da eine Pyramide war. Nur eine Vermutung. Der über einer Stützbasis versiegelt war. Also ich weiß nicht. Die Sachen, die ich bis jetzt hier gesehen habe, die sprechen schon für mich dafür, dass da Menschenhände involviert waren. Weißt du, was ich meine? Und eine Georadar-Analyse ergab, dass das Zentrum heraus... Was lustig ist, der Osman Nagic ist Bauunternehmer und Amateurarchäologe. Du meinst, der hat das alles selber einfach gebaut? Für Fame oder was? So, ich baue jetzt einfach so eine Pyramide dahin. Alles hat er selber gebaut, meinst du? Oder nur diese Tunnel und so ein Shit? ...beschnitten war und eine Art Mineral enthielt, das sich von der Keramik unterschied. Wahrscheinlich ein Quarzkristall angesichts der starken elektromagnetischen Leitfähigkeit dieses Objekts. Präzise EMF-Messungen in der Nähe des Objekts zeigen durchweg die Frequenz von 7,83 Hertz. Das 6. der Kriterien ist fließendes Wasser. Alle Weltpyramiden wurden in der Nähe von Flüssen und Bächen gebaut. So wie die Pyramide von Gizeh den Nil in der Nähe und Wasserquellen darunter hat, befindet sich die BPS in der Nähe eines Flusses und hat ausgedehnte Schichten unterirdischer Ströme in verschiedenen Tiefen. Aber eines der vielleicht außergewöhnlichsten Merkmale der Städte sind die mathematischen Beziehungen zwischen Strukturen und der daraus resultierenden heiligen Geometrie. Okay, das ist wild. Heilige Geometrie, haben wir uns auch mal ein Video zu reingezogen. Auch hier auf dem Kanal online, gerne abchecken. Heilige Geometrie sind die geometrischen Muster und die mathematischen Gesetze in der Natur von den kleinsten Teilchen bis zum größeren Kosmos, auf denen die gesamte Schöpfung basiert, wodurch Mathematik... Sie ist überall. Fibonacci, oder? ...und Geometrie zu einer universellen Sprache werden. Diese Prinzipien vermitteln die Verbundenheit der Natur
und erinnern uns daran, dass wir eine Beziehung zur gesamten Schöpfung haben. Das ist so geil. Da kann ich Gänsehaut kriegen, ohne Scheiß. Guck dir mal an, die Struktur, wo die überall ist, Mann, Bro. Das ist so mächtig, ja? Zu diesen Mustern gehören Pi und die goldene Mitte. Ah, goldener Schnitt, okay. Oft kryptisch in die Werke großer Künstler und Bauingenieure eingewoben sind. Sie sind in der Tat ein erhabener Ausdruck von Weisheit. Wenn sie die Spitze der bosnischen Sonne... Das habe ich mal überlegt, ob ich mir das tätowieren lassen soll. Hier ist Da Vinci, ne? Erhabener Ausdruck von Weisheit. Wenn sie die Spitze der bosnischen Sonnenpyramide mit der bosnischen Mondpyramide und der Drachenpyramide verbinden, entsteht ein gleichseitiges Dreieck. Wenn sie dann darin zwei weitere Strukturen mit dem Tunneleingang verbinden, entsteht ein zweites Dreieck. Gleichseitige Dreiecke und Dreiecke innerhalb anderer sind heilige Geometrie. Wenn sie die Punkte der umgebenden Naturdenkmäler, die Tunneleingänge und den Zusammenfluss der Flüsse betrachten, erhalten sie ein drittes Dreieck, das größte. Behalten sie für alle drei die gleichen Mittelpunkte bei und sie haben die Basis für die Blume des Lebens, wie sie sie von oben sehen würden. Traditionell zeigen esoterische Studien, dass der Torus in der Blume des Lebens Dimensionalität impliziert. Blume des Lebens auch süß. Wie in Ägypten ergeben die Länge der Basis geteilt durch die Höhe Pi irrationale Zahlen. Laut Semir wurden diese mathematischen Prinzipien sorgfältig entwickelt und sind mächtige Kräfte, die zur Bewegung von Energie beitragen, was er als die wahre Botschaft der Pyramide bezeichnet, sodass die bosnische Pyramide der Sonne, des Mondes, des Drachen und der Liebe von Energie durchströmt werden, als ob sie lebendig wären. Da heute nur wenigen von uns Afrika. Tiefgreifenden Auswirkungen dieser außergewöhnlichen Weisheit der heiligen Geometrie beigebracht wurde, ist es leicht zu übersehen, wie wichtig diese Lernt man auch nicht wirklich in der Schule, ne? So heilige Geometrie und so, würde ich mir schon wünschen, auf jeden Fall. Wichtige Geschichte. Generell so, Spiritualität, dies, das, wäre voll wichtig, auch in der Schule den Kids beizubringen. Bisschen mehr als diesen ganzen, ja, aber das ist ja auch alles gewollt. Nein, Leon, ich behaupte natürlich nicht, dass er das alles selber gebaut hat. Der Typ ist mir nur etwas suspekt. Ja, so gut so. Skeptik ist immer gut. Alten Muster in der alten Bautechnik sind. Es ist auch erwähnenswert, dass Pi erst vor ein paar hundert Jahren offiziell entdeckt wurde. Haben unsere primitiven Vorfahren es also irgendwie herausgefunden? Oder war es wieder nur Zufall? Das achte Kriterium sind astronomische Merkmale. Wie wir in unserem Mars-Video aufgezeigt haben, gibt es konsistente astronomische Merkmale, die bei allen alten Pyramiden auf der Erde vorhanden sind. Und einer der außergewöhnlichsten Momente in Bosnien passiert am 22. Juni zur Sommersonnenwende, kurz bevor die Sonne untergeht. Das haben wir doch jetzt, Digga, oder? 22. Juni, boah, in zwei Tagen, Bro. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Schatten der bosnischen Sonnenpyramide die bosnische Mondpyramide perfekt verdunkelt. Semir teilte mit, dass von allen Pyramiden, die er untersucht hat, diese klare, offensichtliche Beziehung, die die beiden verbindet, bei weitem die seltenste und einzigartigste ist. Ein Tag, in Deutschland ja, hier zwei. Experten behaupten natürlich wieder, dies sei reiner Zufall. Das neunte Kriterium ist der Standort mit Energiepotenzial, nämlich Vulkanlinien. Semir entdeckte, dass wenn man unsichtbare Linien zieht, um alle Vulkane der Welt zu verbinden, antike Denkmäler auf diesen unsichtbaren Linien errichtet wurden. Besonders dort. Ah, krass, alle. Kianos hat doch mal heilige Stätten miteinander verbunden, ne? Sie sagt gerade, man soll mal alle Vulkane miteinander verbinden und auf dieser Linie liegen dann diese heiligen Stätten, oder was? Crazy. Aber ey, Freunde, wie gesagt, ich kontrolliere das alles nicht nach, ne? Ich nehme das auch nicht als hundertprozentig. Ich gebe mir einfach die Informationen, Digga, bleibt cool. Digga, wenn ich Afrikas Form sehe, geht's mir immer gut. Wo sie sich mit anderen Linien kreuzen. Zum Beispiel trifft die Osterinsel auf über 10 sich kreuzende Linien.
Machu Picchu auf 16. Aber die bosnische Sonnenpyramide, die nur von Chichen Itza übertroffen wird, trifft auf 26 vulkanische Schnittlinien, mehr als jedes andere Monument. Krass. Wir in unserem Video über Nikola Tesla festgestellt haben, wusste Tesla, dass wir den Zustand unseres Planeten dramatisch verbessern könnten, wenn wir die Elektrizität im Laufe der Zeit verstärken könnten, ohne ihn so zu schädigen, wie es die aktuelle Technologie tut. Die Kombination dieser Linien, der Tunnel des fließenden Wassers und einer Eisenplatte tief in der Erde tragen alle dazu bei, die Energie der Struktur und das Ergebnis zu verstärken. Sie haben einen starken Leiter elektromagnetischer Energie, einen, der uns zum letzten und spannendsten Kriterium einer Pyramide führt. Hau rein, jetzt kommt diese Energietheorie, wie bei allen, ne? Erzähl mal jetzt, komm. Insbesondere der BPS. Und das ist der messbare Energiefluss. Seit Jahrtausenden hat die Erde eine natürliche Frequenz. Einen Puls an sich von 7,83, der als Schumann-Resonanz bekannt ist. Das ist krass, ne? Dass die Erde einen Puls hat, Bro. Unser emotionales und körperliches Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. Hat aber in den letzten Jahrzehnten als direkte Folge der Technologie rapide zugenommen. EMF-Strahlung von Mobiltelefonen, WLAN, Fernsehern, Strom, Atomexplosionen, Mikrowellenenergie und vielem mehr. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da ein heftiger Einfluss drauf genommen wurde und dass es geiler wäre, wenn wir so, also dass es auch die Frequenzen besser waren, als wir noch Naturvölker waren, die mit der Natur zusammenleben und nicht getrennt von der Natur. Diese Bombardierungen haben die Frequenz der Erde auf bis zu 16 Hertz erhöht. Und dies verlangsamt unsere mentale Verarbeitung, schädigt unsere Zellen und wirkt sich negativ auf vieles aus. Wenn BPS nur ein Hügel wäre, würden die Energiefrequenzen die gleichen wie überall auf der Welt messen. Aber bei jeder EMF-, Schall- und Ultraschallmessung zeigen die an der BPS gemessenen Frequenzen durchweg die Schumann-Frequenz 7,83. Krass, Digga, wenn das stimmt, ist crazy, ja? Deswegen alleine muss man da hingehen und mal ein paar Mal tief durchatmen und versuchen, so einen meditativen Zustand anzuschmeißen, wenn ich das so sagen darf. Besonders in den Tunneln. Und das Ergebnis ist nichts weniger als ein Wunder. Wasser und Nahrung, die von unten und um die Struktur herum gebracht werden, haben eine überlegene Molekularstruktur. Und freiwillig... Be water, my friends, Alter. Dr. Masaru Emoto, Japan, da sind wir doch da. Freeze and observe molecular structure of the water with microscope. Krass, also das Wasser strukturiert sich automatisch in der Nähe von der Pyramide, wa? Die an der Ausgrabung beteiligt waren, haben spektakuläre, unerklärliche Heilungen erlebt. Von Atemwegserkrankungen bis hin zu Wirbelsäulenverletzungen. Sie verschwinden einfach. Wieso? Wir wissen, dass geladene Ionen aus fließendem Wasser die Gesundheit unterstützen und Mikroben im Körper abtöten. Das Eisen unter der Erde verstärkt den elektromagnetischen... Kianosch hat gerade 666 Zuschauer. Kianosch ist Illuminati, Bro. Spaß, Digga. Liebe geht raus an den Brother, Langer. Quarz hilft, Energie zu leiten und die Schumann-Resonanz fördert Gelassenheit und Gesundheit. Ist es also ein Wunder, dass Menschen in der Nähe von Pyramiden von erhöhten emotionalen und physiologischen Zuständen berichten? Es ist ja auch so, Himalaya zum Beispiel, gehen ja auch Leute hin, um zu meditieren und so. Es gibt schon Stätten auf der Welt, da gehen auch die Leute hin, Mönche hin zum Beispiel, um Retreats zu machen und so. Es gibt definitiv Orte auf dieser Welt, wo Frequenzen und Schwingungen anders sind, wo man aufladen kann, wo man heilen kann, wo man gewisses Wissen eventuell sogar erlangen kann durch meditative Zustände davon. Also das glaube ich wirklich, ne? Das glaube ich wirklich. Das passiert nicht irgendwo. Schon gar nicht auf irgendeinem Hügel. Könnte die bosnische Sonnenpyramide die Energiemaschine sein, die Semir vermutet? Auf der Spitze der Pyramide passiert jedoch etwas wirklich Spektakuläres mit dem Energiefluss. Die elektromagnetischen Felder
werden 60 Mal mehr verstärkt als irgendwo sonst auf dem Planeten und messen konstant bei 28 Kilohertz für einen Radius von 4 Metern am äußersten Scheitelpunkt der Struktur und sehen aus wie auf diesem manipulierten Foto. Diese Frequenz wurde übrigens in Experimenten mit Tischtennisbällen des Amerikaners Rolf Ring mit Levitation in Verbindung gebracht. Gibt es eine Beziehung zwischen der Levitationsfrequenz und der Frequenz, die von der Spitze dieser Pyramide ausgestrahlt wird? Okay, das wird jetzt schon sehr crazy auf jeden Fall. Wir sind da. Miese Recherche, meine lieben Freunde. Levitation und Inman, Alter. Darüber könnte man sich auch nochmal ein Video reinziehen. Auch eine Sache, wo ich nicht hundertprozentig überzeugt von bin, aber mir vorstellen könnte. Unnötig zu sagen, dass natürliche Hügel keine Energieausbrüche erzeugen, die 60 Mal größer sind als die der Erde. Nicht einmal andere Pyramiden zeigen diese Art von Messwerten. Aber etwas Gewaltiges wurde Chichen Itza in einem anderen Ort gefilmt. Echt? Das ist ein echtes Bild? Ah, come on. 2009 ein Vater seine Kinder fotografierte, kurz vor einem Gewitter in Chichen Itza, Mexiko. Dieses Foto bietet eine visuelle Darstellung der genauen Art des Energiestrahls. Nein, Digga, komm. Mädel, das ist ein bisschen wild, finde ich. Über der bosnischen Sonnenpyramide gemessen wurde. Wer glaubt, dass das Foto echt ist, Freunde? Eins. Könnte diese Energie ein Hinweis auf einen größeren Zweck sein, dem die Pyramiden dienten? Noch mehr Beweise für die Energie der Pyramide wurden mit einer Videokamera eingefangen. Einer Kamera, die speziell für die Erfassung von Bioenergiefeldern entwickelt wurde. Dieses Filmmaterial zeigt die horizontalen Energielinien, die das ganze Land und alle anderen Hügel bedecken. Aber wenn sie die Pyramide der Sonne und die Pyramide des Mondes erreichen, werden diese Linien plötzlich vertikal. Tatsächlich wurde in diesem Video festgestellt, dass eine Art nicht identifiziertes Fahrzeug die eigentliche Grenze der Pyramide betritt und verlässt. Jetzt willst du uns verarschen, oder? Das wird mir zu wild jetzt hier. Vielleicht interdimensional? Entspannen Sie sich. Ich bin die Ruhe selbst, Bro. Aber das ist ein ganz anderes Thema und ein ganz anderes Video zur Diskussion. Ah jo, ich küsse dein Herz. Wenn die bosnischen Pyramiden nur falsch interpretierte Hügel sind, ist die Natur sicherlich in der Lage, einige erstaunliche Tricks zu schaffen. Darunter perfekte Blockterrassen, geometrische Perfektion, heilige Geometrie. Durch solche Sachen werden ganze Videos gefickt. Ja, Bro. Ich bin auch manchmal so, wenn die zu tief gehen, dann denke ich mir auch manchmal, Alter, was erzählst du jetzt hier gerade? Da waren eigentlich coole Informationen dabei, wo man glauben könnte, aber ey, manche Leute sind halt ein bisschen anders in der Recherche oder ein bisschen tiefer in der Recherche und glauben auch an andere Dinge und so. Das schließt aber noch nicht aus, dass eventuell die ein oder anderen Sachen hier im Video real waren, so weißt du? Man muss da halt differenziert an die ganze Geschichte rangehen und darf nicht immer sagen, ja okay, da ist jetzt eine Information, die mir nicht gefällt, die der Typ gesagt hat, deswegen glaube ich gar nichts. So, hör auf dich selber. Weißt du, wie ich meine? Wenn du sagst, okay, das könnte nicht passen, aber das könnte eventuell passen. Nimm das, was passt. Nimm die Sachen raus, die du denkst, ja. Und die anderen Sachen lässt du halt weg, Digga. Sagst du, nee, passt für mich nicht. Weißt du? Und starke elektromagnetische... Wir müssen hier keine Entscheidung treffen. Weißt du, was ich meine? Wir müssen jetzt nicht am Ende vom Video sagen, ja, das ist echt oder das ist nicht echt. Ja, man kann sagen, Teile vom Video fand ich so ein bisschen plausibel, Teile vom Video eher nicht. Überspannungen in... und um diese sogenannten Hügel. Wenn es sich um technische Strukturen handelt, die sie zu sein scheinen, ist es an der Zeit, unsere Geschichtsbücher neu zu schreiben. Schließlich geht unsere Geschichte davon aus, dass die menschliche Gattung weiser und fortschrittlicher ist als je zuvor. Niemals, niemals. Wir sind dümmer denn je. Meiner Meinung nach sind wir dümmer denn je. Aber die BPS, die älteste und größte und rätselhafteste Pyramide der Welt, scheint darauf hinzudeuten, dass hochintelligente Kulturen in sehr ferner Vergangenheit existiert haben könnten und dass sie diese Pyramiden auf eine Weise konstruiert haben, wozu primitive Menschen niemals in der Lage sein würden. Safe. Auf eine Weise, die wir immer noch herauszufinden versuchen. Natürlich ist es einfacher, diese Tatsachen zu leugnen, als eine so wichtige historische Entdeckung zuzugeben.
dass das größte und älteste antike Bauwerk der Welt jahrhundertelang praktisch unbemerkt blieb, geschweige denn zuzugeben, dass wir immer noch sehr wenig über seinen tatsächlichen Nutzen und seine Funktion wissen. Während Semir ständig von Leuten aus großen Institutionen angegriffen wurde, können wir nicht umhin, uns zu fragen, warum so viel Aufwand betrieben wird, um ihn zu kontrollieren und aufzuhalten. Denn ein enormer Schwindel würde sich einfach rechtzeitig offenbaren. Besonders wenn man dies mit den ägyptischen Regisseuren und Baggern vergleicht, die ihre Enthüllungen nicht offenlegen können. Und alle Forschungen von Semir sind transparent und werden veröffentlicht. Als er beschuldigt wurde, das ist auf jeden Fall eine gute Sache so. Kann sich ja jeder mit selber auseinandersetzen und dann schauen, ob es passt oder nicht. Diese so, finde ich geiler als der andere, den wir da gesehen haben, Havas oder wie der heißt da, aus Ägypten, die alles verstecken so. Zu politischen Zwecken zu nutzen, sagte er Folgendes. Dieses Projekt sollte Menschen vereinen, nicht spalten. Daher gehören Pyramiden keiner bestimmten Nation. Sie sind keine bosnischen oder muslimischen oder serbischen oder kroatischen Pyramiden, weil sie zu einer Zeit gebaut wurden, als diese Nationen und Religionen noch nicht einmal existierten. Er sagte, obwohl Zehntausende von Pyramiden auf der ganzen Welt entdeckt wurden, hat keine diese Bauqualität oder kann bis zu denen in Bosnien zurückdatiert werden. In Bosnien ist die ursprüngliche Pyramide die älteste und größte, die je gebaut wurde. Sie hat eine exakte 0-Grad-Ausrichtung nach Norden und ist möglicherweise der Schlüssel zur Freigabe von Informationen über alte Technologien, die die Welt von ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen befreien könnte, zusammen mit der Möglichkeit, erstaunliche medizinische Durchbrüche in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu finden. Er kommt zu dem Schluss, die Pyramiden sind seit Zehntausenden von Jahren dort und werden es noch Tausende bleiben. Warum nutzen sie nicht diese kurze Zeit, um zu entdecken, zu lernen, zu wachsen und das zu finden, was sie uns zu bieten haben? Feier ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über... Ich küsse deine Zirbeldrüse, Langer. Geil. Korrekt. Gutes Video. Haben wir uns jetzt auch mal was reingezogen zu der bosnischen Pyramide. War ein Thema, was mich auf jeden Fall sehr interessiert. Die ein oder anderen wilden Sachen wurden hier gedroppt, wo ich jetzt eher skeptisch bin. Aber das ein oder andere war schon ein bisschen, also war schon plausibel. Nichtsdestotrotz, das, was ich gerade denke, ist, dass es definitiv eine Pyramide ist und kein Berg. So. Mehr weiß ich aber nicht. Das ist das, was ich gerade fühle. Schreibt gerne eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Jetzt im Chat einfach mal kurz reinschreiben, wie ihr das Video fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine lieben Freunde, auf YouTube. Dabei ist alles, weil dabei ist alles. Danke für den Support. Liebe geht raus an die ganze Gang. I love you. Peace. Skrrr.